Welche konkreten Möglichkeiten bietet denn die Initiative D21, um zum Beispiel Geobusiness zu befördern? Wir verstehen uns als eine neutrale Plattform zwischen Bundesregierung und verschiedenen Unternehmen, in denen wir eben Themen, die von wirtschaftlicher oder sozialpolitischer Bedeutung sind, voranbringen können. Gemeinsam nehmen wir uns solche Themen raus, schaffen sogenannte Leuchtturmprojekte, die sicherlich lokal begrenzt sind oder auch in dem Umfang begrenzt sind. Aber wir hoffen natürlich auf Nachahmung und dann auf flächendeckende Bedeutung dieser Programme. Es gibt ja nun einige Nutzerbranchen, die nicht Mitglied sind in der Initiative D21. Wie kann denn die Initiative gerade diesen Branchen helfen, Geschäftsmodelle aufzubauen mit Geoinformationen? Diese Gemeinschaft aus Regierung und Wirtschaft, darin liegt gerade das große Potenzial. Alle diese Mitstreiter arbeiten dort aus Überzeugung und aus Begeisterung und nicht aus wirtschaftlichem Interesse. Das heißt, die neuen Projekte, die neuen Business-Ideen, die daraus entstehen, stehen jedem zur Verfügung und werden bei uns öffentlich gemacht. Sie haben eben gerade schon Leuchtturmprojekte angesprochen. Welche Schwerpunkte hat Intel denn innerhalb der Initiative D21? Ja, innerhalb der D21 gibt es drei Säulen, um die wir uns primär kümmern. Das ist die Integration, das ist das digitale Lernen und das ist die digitale Exzellenz. Ich kümmere mich primär um das Thema des digitalen Lernens. Das heißt, gemeinsam entwickeln wir große Projekte, wo wir eben wieder Leuchttürme setzen möchten, die dann in verschiedenen Bundesländern, am liebsten flächendeckend, zur Nachahmung anregen sollen. Das ist ein Thema, das liegt uns als Intel sehr am Herzen. Wir betreiben seit 10 Jahren eine große Initiative, nennt sich Intel Teach to the Future. Der Grundgedanke ist, dass wir junge Menschen an Technologie heranführen möchten. Und wir wenden uns an den Multiplikator schlechthin, nämlich an Lehrer. Wir investieren im Jahr 100 Millionen Dollar in Lehrerfortbildungsprogramme. Das größte Einzelprogramm übrigens ist hier in Deutschland. Stand heute haben wir 430.000 deutsche Lehrer technisch wie didaktisch an neue Medien herangeführt. Das sind etwa 2/3 der heute aktiven Lehrer in Deutschland.